Ja, sind Sie denn gut hergekommen? Ja. Ja, wo obwohl wohnen es Sie ja denn ein eigentlich? bisschen ein Hochding. Ich fahre hier hinten über Strom hierher. Ah, Das war auch immer schön. mein morgendlicher Ja. und mittäglicher arbeitsfähig, wenn es denn irgendwie ging. Dann brauchte ich über die blöde B75 nicht fahren um die Uhrzeit früh am Morgen. Ja, ich war heute Morgen auch schon in Hochding bei einem Kunden von uns. Ja, der hat ein schönes Haus gehabt. Wo war das? Am Vorfeld. Das ist Oberländer Krug oder wie das heißt. Da in die Ecke war das. Auf jeden Fall schön. Ja, schöne doch, Ecke, warum nicht? Ganz süß. Ich wohne auch schön. Ja, das glaube ich. Schön und grün. Schöne Ecke, ja. Ja, Frau Stauke, wie viele Jahre waren Sie denn bei Robbermann? Also ganz genau Juni oder Juli, da weiß ich immer nicht so genau. 95 bis einschließlich 31. August 2020. Mein erster Rententag war 1. September 20. Ja, fast genau oder eben ein bisschen mehr wie 25 Jahre. 25-jähriges Betriebsjubiläum hatte ich dann ja noch. Und leider ist das ja alles so ein bisschen ins Wasser gefallen wegen Corona. Da ist ja dann nicht so viel passiert, so, aber das, was passiert ist, das war ja auch vollkommen in Ordnung für die Umstände, die gerade so waren. Also ich habe da nichts versäumt oder irgendwie, das war alles okay, total. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass Sie in Rente gegangen sind. Können Sie die Zeit schon genießen oder ist es noch ein ich bisschen noch, Ich arbeite noch ein bisschen, 450 paar Stunden die Woche, aber wirklich nur ein paar Stunden bewusst auch. Und ich habe viel mit der Familie zu tun. Irgendwas ist immer. Meine Tochter hat noch mal mit knapp 40 hat sie sich überlegt, nun doch noch ein Kind zu kriegen. Vorher wollte sie keine Kinder. Und nun hat sie einen anderthalbjährigen Sohn. Da bin ich auch gut mit involviert. Ja, und Haushalt und Camping und so. Und meine Kinder und meine Schwester. Und die lebt, wir leben ja zusammen. Ich lebe ja mit meiner Schwester zusammen. Das fordert mich genug. Absolut. Ich habe keine Langeweile. Ganz bestimmt nicht. Schön. Was waren denn Ihre Aufgaben bei Roggemann? Ja, ich war ausschließlich für die Telefonzentrale. Dafür hat man mich damals schon eingestellt. 95 war ja noch der Betrieb in der Gelsenkirchener Straße aktuell. Da wurde ich, ich hatte morgens die Anzeige in der Zeitung gelesen. Dann habe ich angerufen, weil mir das so gut gefallen hat. Weil dabei stand, dass das eine Woche Frühdienst und eine Woche Spätdienst ist. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt meine Kinder ja noch ein bisschen kleiner, jünger. Und mein Mann hat Früh- und Spätdienst gemacht. Und da hatte ich gleich so die Intuition, dass das vielleicht so geht, wenn er zu Hause ist, kann ich und umgekehrt. Ne? Und dann habe ich angerufen, dann hatte Herrn Siemers am Telefon. Und der hat gleich zu mir gesagt, ob ich herkommen könnte. Und da bin ich da auch sofort hingefahren, von Hochding aus zur Gelsenkirchener Straße, war es ja nicht so furchtbar weit. Und da hat er mich sofort eingestellt quasi. Das ging alles von jetzt auf nu, weil die haben vorher auch zu zweit die Zentrale gemacht. Und die eine Kraft war von jetzt auf nu weg. Krank oder was, das weiß ich nicht, habe ich ja auch nie kennengelernt. Und die suchten nun händeringend schnell jemanden, der eigentlich sofort anfangen konnte. Und das war ich dann in dem Moment. Und ja, schnell zu Hause alles organisiert und dann ein paar Tage später bin ich schon angefangen da. Und dann immer eine Woche Frühdienst von 7:30 bis 11:45 und eine Woche Spätdienst von 11:45 bis 17 Uhr. So, noch eine vollkommen andere Anlage mit Knöpfen, wo Lichter drauf waren und die Nummern von den einzelnen Teilnehmern. Lange, lange, lange nicht so viel wie jetzt hier. Gut überschaubar, andere Räumlichkeiten, wenn ich da meinen täglichen Gang machen musste, konnte ich umstellen, die Klingel auf dem Flur. Dann konnte immer jeder das Telefon hören, dass es klingelte, die Eingangsgespräche. Und jeder von den Teilnehmern, die da saßen, die konnten das annehmen. Mhm. Na? Das ist ja hier alles ein bisschen anders gewesen dann. Und ja, hab da dann in der Küche Kaffee gekocht für alle und so Tätigkeiten noch nebenbei, was hier ja später auch weggefallen ist. Aber das war ein ganz kleiner Rahmen, das war nur der untere Bereich und dann der obere Bereich, wo der Chef saß und die Prokuristen und die Buchhaltung war. Nicht annähernd zu vergleichen mit dem, was wir hier an Räumlichkeiten haben. Und
aber für mich ein ganz eine tolle Erinnerung. Und ich habe es auch bei meinem Abschied hier gesagt, als die Prokuristen mich hier alle verabschiedet haben, dass ich froh und stolz bin, dass ich diese 3 Jahre war, ich war das noch in dem Betrieb von 95 bis 97, 98, dass ich da diese Zeit auch noch miterleben durfte. Und dann erst der Wechsel hier in die Ahrenstraße passierte, der Umzug. Mhm. Ansonsten, ja, war das halt so. Und ich bin Hals über Kopf reingeschmissen worden, bin 1,5 Stunden von der Kollegin angelernt worden. Also, was heißt angelernt? Die hier mal drücken und da mal drücken. Und dann musste ich selber sehen. Ey. Vorteil war bei mir, dass ich in meiner Ausbildungsfirma ganz viel in der Telefonzentrale gearbeitet habe und mich so ein bisschen mit Tricks und doppeltem Boden über Wasser halten konnte. Ne? Ich kannte die Produkte nicht, ich kannte die Menschen nicht, ich kannte ja gar nichts. Und sie hat mich einfach alleine gelassen. Ist dann einfach gegangen, weil sie wahrscheinlich schon Millionen Überstunden hatte, weil die andere Kollegin halt schon so eine Weile weg war. Ne? Mhm. So, und das war so mein Einstieg bei Firma Roggen. Erstmal ein bisschen chaotisch. Und wann kam dann der Wechsel, wenn das am Anfang immer zu zweit gemacht wurde? Ja, es ist ja nach wie vor so gewesen. Wir sind dann ja hier rüber. Dann war die Kollegin noch mit, die mit mir da ab 95 gearbeitet hat und weiterhin auch noch im Wechsel, hier auch. Und dann ging diese Dame in Rente. Und dann hat man jemanden als zweite Kraft in diese Telefonzentralenbereich geordert, die vorher in der Spedition die Auftragserfassung gemacht hat. Mhm. Und die ist immer nachmittags hier gewesen, von 13 bis 17 Uhr. Und ich hatte damals, sage ich jetzt einfach roundabout, wie es ist, dass ihr das nicht so ganz genehm war, dieser Wechsel von da nach da. Und dann hat sie im Gegenzug da Bedingungen gestellt und hat gesagt, dann will ich aber weiter 13 bis 17 Uhr arbeiten. Und das hat man ihr dann auch erlaubt oder hat mich dann bei mir nochmal nachgefragt, ob ich bereit wäre, nur vormittags zu arbeiten. Und somit hat sich das dann ergeben. Ne? Sie ist dann immer nur um 13 Uhr gekommen und dann um 17 Uhr wieder gegangen. Und ich habe immer von 7:15 bis 12:30 gearbeitet. Das war ganz gut dann nachher. Meine Kinder waren inzwischen größer, gingen ja zur Schule und alles. Und da war das okay für mich. Ich habe das ganz gut hingekriegt dann mit Familie, ne? Mhm. Diese Arbeitszeit. Und dabei ist es ja immer geblieben. Das stimmt. Ich musste gerade selber überlegen. Nachher hatten wir ja Kräfte, die dann teilweise oder nachher auch oben den halben Tag vormittags in der Buchhaltung waren und danach erst mich abgelöst haben. Aber es ist ja immer bei 2 Personen geblieben. Ja, ich war irgendwie jetzt bei dir. Bis ich weggegangen bin. Ja, genau. Jetzt haben wir nämlich den Wechsel, dass Wojciech den ganzen Tag da sitzt. Mm. Und deswegen ist das nochmal so ganz ungewohnt gewesen. Ja, das ist dann passiert, nachdem ich weggegangen bin. Was hat denn Roggemann für Sie ausgemacht? Und wieso haben Sie so lange Zeit für das Unternehmen gearbeitet? Ja, als er an der allererste Stelle kommt, ist mir die Arbeit immer unglaublich viel Spaß gemacht hat, in der Telefonzentrale zu arbeiten. Das würde ich jetzt mal für mich an allererste Stelle stellen, wenn die früher meiner Ausbildungsfirma gesagt haben, sie müssen da Vertretung machen, weil jemand krank war, dann war ich die erste an Bord. Also es war immer so mein Ding. Mhm. Das war das Erste, was ich jetzt so sagen könnte. Dann die Arbeitszeit, diese halben Tage. Und dann die Sicherheit, die letztendlich die Firma, der Chef, die Kollegen, das Unternehmen als Paket mir gegeben hat, dass ich da einen guten Job habe und einen sicheren Job. Und das Thema war interessant für mich. Ich habe viel dazugelernt. Ich habe tolle Leute kennengelernt in den 25 Jahren. Ob das jetzt immer die nachschiebenden Azubis waren oder auch Kollegen. Viele habe ich ja auch dann wieder gehen lassen müssen, aber ich habe mich einfach immer wohl gefühlt in diesem Komplex. Das kann ich nicht anders sagen. Wie war das denn eigentlich mit den Azubis, sich damit dann immer zu arrangieren? Ja, also ich gebe zu, je älter ich wurde und je anstrengender es auch wurde, weil die Arbeit ja auch immer mehr wurde, was ja auch gut ist, soll ja auch so, aber dann hatte ich da schon manchmal Kandidaten zwischen, wo ich gedacht habe, also gerade denn, ich muss es leider sagen, die jungen Männer fand ich manch einen, der sich ein bisschen schwer getan hat, so mit Ausdrucksweise oder wie auch immer. Dann kommt mein Alter hinzu, dass ich denke, oh, das sagt man aber nicht oder oh, das macht man aber nicht. Ich hatte da Kandidaten zwischen, die saßen da und hatten Kaugummi im Mund, im Empfang.
Hätte nur noch die Zigarette gefehlt. Ne? So, also das musste ich dann schon mal sagen, Entschuldigung, können Sie das mal sein lassen, ein Kaugummi zu kauen. Im Empfangsbereich ist das ja nicht, kam ich mir mal schon ein bisschen doof vor, aber ich konnte das konnte ich aushalten. Ne? Mhm. Oder ständig ihre Jacken hinten über dem Stuhl, der da im Empfangsbereich steht, wo es alles ein bisschen ordentlich und gesittet zugehen soll. Mhm. Da bin ich halt noch immer so von der alten, das gehört sie nicht, die kann man in die Garderobe hängen. Ja. Ne? Oder so, ja, so allgemeine Benimmsachen, ne? Oder sie kamen reingerauscht, haben den Schrank aufgemacht, haben sich da, natürlich durfte sich jeder da einen Umschlag oder sonst was, aber man macht eigentlich auch die Schranktür wieder zu. Theoretisch schon. Solche Sachen, also ja. Wirklich banale Dinge, wo man aber danach, wenn man jemanden so ein paar Wochen bei sich hat, dann auch mal durchatmen und sagen, das könnt ihr jetzt mal inzwischen mal wissen. Ne? Mhm. Ansonsten auch alles tolle junge Leute und ich immer froh und glücklich war, wenn die dann immer alle ihre Prüfungen bestanden haben und gegangen sind. Oder auch ich habe zum Beispiel zu Pascal Meyer immer noch Kontakt. Mhm. Immer noch. Er ist ja nach Hamburg abgewandert, der hat ja da diese Sanitäterausbildung noch hintergeschoben, der macht das ja auch nach wie vor. Ich meine, keiner würde mir schreiben, wenn ich doof wäre, ne? Das stimmt. Oder mir Grüße schicken, oder? Mhm. Ja, also das hat bei den meisten funktioniert. Sicher sind auch noch welche rausgegangen, die gesagt haben, die Frau Stolle, die ist da irgendwie nicht ganz. Ja, aber man kann ja nicht. Aber ne, jetzt ist es immer so. Ja, Sympathie muss ja auch irgendwie da sein. Die Chemie muss auch stimmen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe auch zwei Kinder, dass ich mir immer Mühe gegeben habe, auf diesem jugendlicheren Level irgendwie so ein bisschen mit ihnen zu kommunizieren, damit die nicht gar so irgendwie das Gefühl haben. Ich war nachher die älteste Frau im Betrieb und ich musste die ausbilden. Ne? Das ist natürlich so. Da muss man dann so ein bisschen Mittelweg finden. Ja, vor allem ist es ja nicht... Ich weiß auch noch, als ich damals dann in der Zentrale saß, das ist natürlich nicht die beliebteste Aufgabe bei den Azubis, ja. Weil das ja eigentlich nicht der Bereich ist, wo man dann irgendwann mal sitzt. So. Nee, das ist... Und das reißt einen dann natürlich auch immer aus der normalen Arbeit raus, das kommt dann auch dazu. Ja. Und ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie dann darauf hingewiesen haben, was man besser machen kann, weil ich glaube, so als junge Person denkt man an vieles einfach gar nicht. Richtig. Da hängt man irgendwie mit dem Kopf in den Wolken manchmal braucht man auch einfach dieses, so, Schranktür zu jetzt. Ja, ja. Oder einfach hier alles mal ordentlich halten. Oder es fing ja schon an. Genau, was leihen, wieder zurückbringen. Und nicht wieder zurückbringen, dann bin ich da wieder hinterhergelaufen. Dann ging es um die Post, also sowas wie Zeitmanagement lernt man auch ganz viel, wann oder priorisieren halt auch, das mit den Umschlägen, mit den Wenn ich den letzten da rausnehme, dann muss ich ja mal Bescheid sagen, dass die jetzt mal alle sind. Ja, oder dieses mit, ich weiß noch, das mit den Briefe eintüten und dann gleichzeitig aber auch die Pakete machen, wie man da teilweise dann echt ins Straucheln gekommen ist, weil die Zeit dann einfach knapp wurde. Ich glaube, das hat dann auch ganz viel fürs eigene Zeitmanagement gebracht. Ja, ja. Sich auch vielleicht manchmal, ich habe auch ganz oft mich dabei erwischt, dass ich die darauf hingewiesen habe, Männlein oder Weiblein, das ist dabei ganz egal, dass sie sich das einfach einfacher machen können. Gewisse Sachen haben sie dann so umständlich gelöst, die Aufgaben. Und dann fand ich das schon, dass das meine Aufgabe war, zu zeigen oder zu sagen, das geht so viel schneller. Ja. Ne, mach das doch einfach so oder guck doch mal auf meine Hände, wie ich das mache. Oder ne, mit der Werbung, manchmal früher haben wir noch Werbung, viel Werbung dazu getan und so. Weil es war auf mein Timing ausgerichtet, diese Arbeit da morgens 4,5 Stunden. Und wenn jemand Neues da saß, dann kann der nicht genauso schnell sein wie ich, das ist ja logisch. Und dann habe ich versucht, den Vertretungen oder auch den Azubis das so ein bisschen nahe zu bringen, dass sie gewisse Dinge einfacher machen und schneller dadurch auch, wenn sie es so vielleicht tun. Ja. Da blieb ihr ja nichts anderes übrig. Ich musste das ja machen, sonst wären sie ja übermorgen noch nicht fertig gewesen. Das stimmt. Was hat sie denn motiviert bei der Arbeit? Ja, auch wieder die Freude daran, meine Tagesaufgaben zu erledigen. Das war immer mein Motiv, dass ich auch fertig sein wollte um 12:15 oder 12:30, wenn ich diese
diesen Wechsel hatte, dann war schon auch mein Bestreben immer, aber es ist mir nicht immer gelungen. Also manchmal musste ich auch zu der Kollegin sagen, Entschuldigung, also das habe ich heute wirklich nicht geschafft, weil irgendwas, der Computer war abgestürzt oder irgendjemand hatte ich am Telefon, der mich so lange beschäftigt hat. Oder ich musste irgendwas hinterher suchen, irgendwelche Paketscheine nochmal wieder raussuchen von DPD oder was. Denn war mein Zeitfenster nachher und dann war mir immer ganz unwohl. Das habe ich nicht gerne getan. Irgendwelche Arbeit, die ich eigentlich zu erledigen hatte, vom Kopf her, der Nächsten dann überzulassen. Ja. Das war nicht mein Bestreben, gar nicht. Und Teil dieser Firma zu sein und irgendwie, ja, das kann ich nicht anders beschreiben, einfach meine Aufgabe zu erfüllen, die ich hier zu machen hatte. Ne? Welche außergewöhnlichen Herausforderungen gab es denn in Ihrer Zeit? Woran können Sie sich da vielleicht... Ja, also als erstes würde mir mal einfallen, der Anfang in 95, im neuen, also in diesem ganz neuen Betrieb. Das war eine höllische Herausforderung mit dem, mit im Zusammenhang mit dem Haushalt und mit der Familie. Das musste ich ja erstmal alles auch lernen und umsetzen, das alles zu organisieren. Dann war ziemlich schnell auch mal so, dass die Kollegin, die mit mir tauschen sollte, auch krank wurde. Da musste ich da 9 Stunden hocken. Wirklich, 9 Stunden. Und manchmal ging es nicht anders. Dann musste ich, weiß ich noch, einen Tag mal, dann musste ich tatsächlich mal weg. Und da hatten wir damals einen Azubi da. Und dem habe ich dann gleich noch, jetzt komme ich ein bisschen ins Stolpern. Es war ja so, dass kein Azubi angelernt wurde an der Telefonzentrale, zu der Zeit in der Gelsenkirchener Straße. Und dem Azubi habe ich das dann zwischen Tür und Angel gezeigt, weil ich weg musste. Ich hatte irgendeinen dringenden Termin und konnte nicht bis 17 Uhr bleiben. Und dann bin ich auch gefahren und er wusste in etwa Bescheid und hat das auch einigermaßen hingekriegt. Aber später, nach 17 Uhr, hat er mich dann angerufen zu Hause, weil da irgendeine Alarmglocke ging. Und er wusste nicht, wie er das ausstellen sollte. Dann bin ich tatsächlich wieder ins Auto gestiegen und wieder hingefahren und habe dafür gesorgt, dass das da alles seine Richtigkeit hat. Das war okay, aber... So, das war schon eine Herausforderung. Ja, ne? Das glaube ich. So, und dann würde ich mal als nächsten Punkt sagen, Herausforderung der Umzug hierher. Alles einpacken, alles wieder auspacken. Ja, ich habe schon gehört, man musste da wirklich auch den Umzug mitmachen und packen. Und hier ganz andere Umstände vorzufinden, andere Räumlichkeiten, anders alles. Ich habe ja da in dem alten Betrieb alle sehen können, ne? Weil es kleiner war und weil es alles verglast war. Aber ich habe hier niemanden mehr gesehen. Ich habe ja Mutter sehen, alleine da vorne gesessen. Und das war auch eine Herausforderung für mich, erstmal alles zu lernen und immer so virtuell zu denken, wo ist wer im Haus. Ich bin ganz oft auch im Laufe der Jahre immer mal durchs Haus gelaufen und habe geguckt, wenn sie wieder irgendwas umgebaut haben. Weil ich hatte das ja nur virtuell vor Augen. Ich konnte ja nicht, ich sah ja niemanden. Ja. Großartig. Wie war das, alleine zu arbeiten? Das ist für mich noch nie ein Problem gewesen. Ich habe immer gerne alleine gearbeitet, immer. Also das war nicht das Problem, aber es gab kleine Ecken und Kanten, was vorher schlechter war, was aber auch besser war. Alleine, wenn ich daran denke, dass ich immer... ja, ich sage es, wie es ist, für meinen Toilettengang jemand herrufen musste, ne? Weil ich ja nicht einfach aufstehen konnte und gehen konnte. So, das war nicht so angenehm. Da habe ich immer mit gehadert, mit diesem Problem. Auch die ganze Zeit, weil das fand ich immer ein bisschen nicht so schön. Aber das ist auch das Einzige, was ich so am Arbeitsplatz und am Geschehen in diesen 4,5 Stunden täglich, 5 Tage die Woche, wo ich manchmal so ein bisschen, ja, was mir nicht so gefallen hat. Das hätte man vielleicht mal, aber wie soll man sowas lösen, wenn jemand alleine in so einer Zentrale sitzt? Mir ist auch nichts eingefallen. Ja, das stimmt. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, als immer nachzufragen, kann mal jemand kommen? Wie finden Sie denn jetzt die neue Zentrale? Ja, ich war ja hier zum Seniorentreff, als wir hier das ehemalige Treffen hatten. Zum ersten Mal war ich ja jetzt dabei. Und dann wollten wir ja nachher, was übrigens sehr schön war, es hat mir sehr gut gefallen, und dann wollten wir ja nachher den Rundgang durchs Lager machen und sind dann vom Ausstellungshaus hier rübergegangen und haben schon Kollegen gesagt, na Frau Schurke, Sie werden ja gleich gucken, das ist alles anders, als es mal war. Und tatsächlich, dann bin ich ja hier vorne rein, sehr, sehr schön, aber die ersten Gedanken, die ich hatte, wenig Platz für die Pakete. Ja. Das war mein erster Gedanke,
Wie machen die das jetzt mit den Paketen, die nachmittags per DPD und weiß ich nicht, ob man immer noch per DPD versendet. Dann steht ja wieder alles offen und präsent da. Ja, ich glaube, man kann so eine Ablage rausziehen. Ja, gut, wie auch immer, aber das war mein erster Gedanke. Ja. Ansonsten gefällt es mir sehr gut. Ja, ich sage immer, die Karin zeigt ja den schönsten Platz im ganzen Haus. Schön am Fenster jetzt. Ja. Bei mir war es ja so, mit der Zentrale da hinten so rein, weil ja dieser ganze Bereich ohne die Besucherzimmer, die wir dann nachher hatten, war ja Ausstellung. Wir hatten, als wir hierher gezogen sind, das Ausstellungshaus noch nicht. Bis vor meine Nase standen ja die Türen. Ich konnte ja gar nichts sehen. Ich saß ja hinten in dieser Telefonzentrale, die hier auch sehr schön war, aber bis zu mir an die Zentrale war ja nur ein kleiner begehbarer Raum und alles andere waren Türen, Ausstellungsbereich. Jedenfalls waren da immer so Ständer, wo so 4 bis 6 Türen, glaube ich, drin waren und die waren bis zu mir vor die Nase gebaut. Ich konnte ja nicht mal die Eingangstür sehen. Aber wie hat man sie denn dann gefunden? Ja, da ist so ein Gang dadurch gewesen, dass man da durchgehen konnte. So. Ist ja auch unschön eigentlich. Nee, schön war das nicht. Und dann wurden die Beratungsgespräche da auch noch gemacht. Ne? Ich musste ja dann unten links, wo jetzt die große Überseeabteilung ist, war die Türenabteilung. Mhm. Da musste ich dann jemanden herrufen, der dann kam und die Beratungsgespräche gemacht hat. Ach du Schande. Das war auch im Nachhinein auch keine besonders gute Lösung. Dann später natürlich mit dem Ausstellungshaus hat sich das alles erledigt. Aber das war ja the beginning. Oh Mann. Was hat denn in Ihrer Roggemann-Zeit am meisten gefehlt? So, vielleicht gibt es da Produkte am Umfeld, vielleicht etwas, was man hätte besser machen können? Ja, also da fällt mir im Moment spontan gar nichts ein. Was, keine Ahnung. Muss ja nicht. Nee. Ja, doch. Eins hat mir sehr gefehlt. Im Sommer, wenn es sehr warm war, war es sehr warm. Da vorne in dem Arbeitsbereich. Mhm. Und dann wurde uns mal ein kleiner Ventilator zur Verfügung gestellt. Aber ich habe manchmal, wenn die Temperaturen dann auch gerade übers Wochenende sehr stark waren und hier nicht gelüftet wurde über Nacht, weil am Wochenende werden natürlich keine Fenster aufgelassen, dann Montagmorgen, also das habe ich sehr übel in Erinnerung, dann ist man da vorne reingekommen und hat so eine ähnliche Verhältnisse vorgefunden und das fand ich schon sehr heftig. Ja. Ich musste mich nicht in die Besucherzimmer setzen und musste da irgendwelche Gespräche führen, aber ich habe ja auch gesehen, wie die Herren der Schöpfung da gelitten haben, manchmal auch noch hinter den Glasscheiben. Und das war etwas, wo ich von eine Weile und viele Jahre ein Problem mit hatte. Also ich habe manchmal sind mir die Schweißtropfen auf die Rechnung getropft, weil ich manchmal auch nicht mehr konnte. Ne? Mein Kreislauf war dann manchmal auch total im Keller, dann sitzt man da die ganze Zeit. Das ist die einzige unangenehme Geschichte, die ich sagen könnte. Und dann hieß es ja nachher im Jahr 2019 noch 19. Oder dann schon 20. Oder der Wechsel darüber, dass wir komplett im Haus eine neue Klimaanlage bekommen. Und da habe ich tatsächlich gesagt, das ist ein persönlicher Angriff auf meine Person, weil ich ja jetzt weggegangen bin und dann wurde plötzlich sowas eingebaut. Aber das ist natürlich nur scherzhaft gemeint. Aber ich war dann für alle Kollegen und für alle, die hier im Hause arbeiten, froh. Und besonders die, die hier unten in diesem Ausstellungsbereich oder hier in dem Empfangsbereich sitzen, wo das dann nochmal überdacht wurde nach so vielen Jahren. Weil das war manchmal heftig. Ich hatte die Tür da ganz hinten, ich war da hinten so drin und es war so furchtbar warm manchmal. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als Marketingbüro noch so klein war. Das ist wirklich schlimm gewesen manchmal. Und mit 4 Leuten da drin, das war richtig hart. Ja. Und dann geht man raus um 12:30 und dann geht man zu einem Auto, was auch 90 Grad Wärme, wenn die Türen aufmacht. Also ich war da manchmal ziemlich erledigt, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch oft auf Hitze frei gehofft in meiner Ausbildungszeit, aber es kam nicht vor. Ja, nee. Aber das ist wirklich so spontan das Einzige, was ich vermisst habe. Dass mal, auch, dass mal jemand sagt, wir lassen uns mal was einfallen. Ich hatte immer das Gefühl, es wird einfach ignoriert, dass ich dann nur bei 40 Grad da...
Aber das, wie gesagt, das weiß ich ja nicht, aber ich weiß nur, dass das jetzt so eine ganz spontane, der allererste Gedanke war, so jetzt. Da. Und mehr könnte ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Weitere Sachen würden mir jetzt nicht einfallen dazu. Nein, das war immer alles gut. Welche besonderen Veränderungen haben Sie denn in Ihrer Zeit miterlebt? Ja, immer mal der Personenwechsel, die mit mir zusammen die Zentrale, das war ja dann immer mal die Dame, die ich vorhin erwähnt habe, die vorher im Speditionsbereich gearbeitet hat und nur nachmittags dann arbeiten wollte, ging auch irgendwann in Rente. Ich war immer da, aber die anderen waren immer neue, andere. Das waren, die ersten beiden waren noch welche, mit denen ich... die sowieso schon länger in der Firma waren. Und dann kamen neue Personen dazu, die ganz neu angefangen sind, auf Anzeigen geantwortet hatten, Stellungsanzeigen, Stellenanzeigen und sich dann vorgestellt haben. Da musste ich dann auch mal ja, den ganzen Betrieb erklären, wie den Azubis auch und so. Das war ja für mich dann auch nicht unanstrengend, ja. Den normalen täglichen Ablauf zu erledigen, telefonieren, die Rechnung, alles was so anfiel, diese ganz normalen Aufgaben, die ich jeden Tag zu erfüllen hatte, und dann noch jemanden anlernen. Also das ist manchmal auch eine besondere Situation gewesen, die mich ziemlich ja, auch gefordert hat. So. Und das war ja nun mehrfach der Fall leider, dass ich noch drei glaube ich insgesamt, ja, drei Nadine, Frauen waren das noch Silvia. Ja. Ach die, nee, vier waren es dann sogar, oder? Sandra Viol, Silvia, nee, und Nadine, ne? Drei. Wie wurde Roggemann denn von den Kunden wahrgenommen? Sie hatten sie ja jetzt oft am Telefon jeden Tag. Also da kann ich auch spontan antworten. Über diese vielen Jahre hatte ich immer wieder Leute am Telefon, über Jahre immer, die ich kannte. Ich habe die nie persönlich kennengelernt, aber ich kannte die vom Telefon. Ich wusste, ich konnte die Stimmen sogar erkennen. Ich wusste ganz genau, das ist ja sowieso vom Firma sowieso, und die wussten auch, wer ich bin und haben gleich immer freundlich gesagt, hallo Frau Stauke, dann wusste ich schon immer, wer das ist. Man kann, also ich habe ja viele nur vom Hören kennengelernt, viele. Und das sagt mir ja eigentlich, dass die auch lange und viel und oft Kunden waren hier. Also das waren, sicher sind mir auch mal ein paar verloren gegangen, denke ich mal, aber ich habe jetzt keine Liste gemacht. Aber die meisten, würde ich behaupten, waren über Jahre an meinem Telefon, über Jahre. Also sagt mir das doch, dass immer ein stabiler Kundenstamm, dass es den immer gegeben hat. Ne? Hat sich denn die Wahrnehmung in den Jahren verändert? Nee, finde ich nicht. Also ich habe das immer gleich empfunden und habe mich auch manchmal gefreut, wenn Leute länger mal wieder gehen. Manchmal durch die Durchwahlen hatte ich die ja auch lange nicht am Telefon, auch weil sind sie dann wieder bei mir auf der Leitung gelandet. Ich habe mich immer total gefreut und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die sich auch gefreut haben, wenn sie mich dann mal wieder an der Stimme hatten. Wenn sie mal irgendwo rausgeflogen sind oder an der Warteschleife waren. Und dann hat sich auch manchmal, musste ich die auch ein bisschen abwürgen, weil sie dann anfingen mit mir zu schnacken. Und dann der nächste Anruf direkt kam. Dann musste ich sagen, sorry, ich habe jetzt muss jetzt weitermachen. Ne? Aber das habe ich auch immer als schön empfunden. Und manchmal sind auch Leute auf mich zugekommen, fremde Menschen, die ich gar nicht kannte, auch wieder Männlein wie Weiblein, haben gesagt, wir kennen uns. Und dann habe ich gesagt, nein, doch, ich bin hier sowieso. Und dann wusste ich, wer er ist vom Telefon. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, die sind gezielt reingekommen, um mal zu gucken, wie die Frau Stauke eigentlich aussieht und wer das eigentlich ist. Das hatte ich öfter mal, ja, die der neugierig war. Ja. Schön. Also können Sie rundum positiv ja, auf Ihrer Zeit zurückblicken? Ja, das muss ich wirklich sagen. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe nie irgendwie, zum Schluss war es nachher so, wenn man das denn so vor Augen hat, diesen Termin, dass man dann auch, man wird älter, man wird müder, das frühe Aufstehen ist mir immer schwerer gefallen. Das habe ich auch tausendmal gesagt, wenn mich jemand danach gefragt hat. Ich musste ja immer hier aufschließen um 7:15 und das wurde mir immer mühseliger. Das lag aber ja an mir. Es hat sich ja nichts verändert, aber ich habe mich verändert. Ich bin älter geworden. Ich fand das total mühselig, immer so früh. Ich bin nicht so ein Frühaufsteher. Auch wenn ich kann, heute auch noch nicht. Also wenn ich kann und keine Termine habe, dann kann das schon mal spät werden, ehe ich aufstehe.
Aber das ist etwas gewesen, wo ich, aber das wäre ja in jeder anderen Firma genauso gewesen. Das hat ja nichts mit Firma Horrorman zu tun. Ne? Das stimmt. Aber ansonsten fand ich das dann wieder gut, um Viertel nach zwölf gehen zu können. Oder um 12:30. Dann hatte ich immer noch schön was vom Tag. Das stimmt. Und von daher war das genau das Richtige. Ich würde es wieder so machen. Wenn ich nochmal die Chance hätte. Das fragt man ja so oft. Wird das nochmal? Ja, unbedingt. Schön, das freut mich. Ja, Frau Stork, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre schönen Antworten. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Betriebsfeier wieder im nächsten Jahr. 75 Jahre werden wir. Da sind Sie natürlich auch wieder herzlich eingeladen. Kriegen Sie eigentlich den Inside Rock von uns? Nee, ich hatte das bejaht. Als man mir den ersten Mal geschickt hatte, hatte man gefragt, ob ich weitere verlierlich oder wie erscheinen wir hier. Und da habe ich vorhin noch mit Frau Köppert gesprochen, aber es ist nichts bei mir angekommen. Das wäre schön, wenn das wäre jetzt auch mein nächstes gewesen, für mich mal mit auf den Verteiler nehmen.